So, weiter geht's mit Mario. Und jetzt wirklich, Stream läuft, ich habe alles eingerichtet, ich bin soweit. Ich hoffe, die Capture Card ruckelt sich jetzt nicht so sehr einholt zurecht. Hat sie gestern, habe ich auch nicht, halt hin und wieder mal irgendwie. Aber ich glaube, das liegt hauptsächlich echt an OBS. Bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile, dass es OBS schuld ist. Ich habe gestern und, nee, heute habe ich noch nicht rumprobiert. Ja gut, heute Nacht habe ich rumprobiert, nach dem Stream mit Sonic und während Sonic so ein bisschen. Aber im Endeffekt, das, was ich alles durchprobiert habe, seit gestern Abend, das hat alles nichts geholfen. Es ist einfach OBS oder Windows 10. Eins von beiden ist schuld. Aber gut, muss ich damit leben erstmal. So, ach ja, stimmt ja. Man muss die Spiele ja nicht mehr erst booten, um sie spielen zu können. Das ist so schön. Warum gibt es hier einen Speicherbutton eigentlich? Ich meine, gut. Zum Speichern, aber speichert das Spiel nicht irgendwie auch automatisch eventuell? Ansehen. So. Ja, gut. So, warte mal, jetzt bin ich in den Blüten, auf den Blüteninseln. Das ist so irgendwie der Hauptbereich, meine ich. Gut, ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt durchrotieren mit den Charakteren. Alle außer Yoshis und Mopsy. Mopsy hasse ich und Yoshi hat halt auch den Nachteil, dass er irgendwie keinen Schaden nehmen kann, aber auch keine Power-Ups nehmen kann. Also, ja. Das klingt irgendwie nach Noob-Modus. Mehr oder weniger. Das ist nur die Frage, wen nehme ich jetzt? Ich habe 6 Charaktere noch, die ich noch nicht gespielt habe. Daisy habe ich jetzt in Welt 1 benutzt. Ich gehe mal kurz auf random.org. Nebenbei am Handy. Zack. Ich glaube, Mario wollte ich fürs Finale mir aufsparen, falls es da eine ominöse Bonuswelt noch auf Schloss Bowser quasi gibt. Das heißt eigentlich nur Luigi, Peach, gelber Toad, blauer Toad und Toadette. 3 Toads. Warum eigentlich immer den blauen und gelben? Ich meine, Toadette haben sie jetzt auch eingebaut. Warum nicht der verdammte Default rote Toad? Der OG Toad, der richtige Toad, der einzig wahre Toad. Klar, weil Captain Toad unterwegs ist in der Welt wahrscheinlich, aber trotzdem. Und wieso einen gelben Toad und keinen grünen Toad? Mann, oh Mann, oh Mann. So, warte mal, es sind dann 1, 2, 3, 5 Charaktere. Von links nach rechts gebe ich einfach jedem dann eine Zahl. Mario ignoriere ich. Generate und es ist die 3. Das heißt, der gelbe Toad darf jetzt. Wo darf er überhaupt hin? Die Schneewelt? Glaube, oder? So. Gut. Als dieser Charakter spielen, ja. Okay, das Spiel speichert. Wieso sieht der gelbe Toad mit einer Feuerblume immer so extrem merkwürdig aus? Also, er sieht besser aus als vorher mit dem gelben Kopf und den roten Punkten. Sag mal. Hat der seine Punkte echt komplett symmetrisch? Punkte sind komplett symmetrisch. Prinzipiell bin ich ja ein Fan von Symmetrie. Aber im Fall vom Totkopf stört mich das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Kann es eigentlich sein, dass die Capture Card so ein bisschen hin und her ruckelt hin und wieder? Wenn das Spiel die Auflösung ändert. Dynamisch. Jetzt auch schon wieder. So ganz leicht. Bei mir auf dem Monitor ist alles komplett flüssig. Und wenn ich mir die OBS-Capture angucke. Wir sind so minimale kleine Ruckler. Es fällt kaum auf. Wenn man drauf achtet, fällt es auf. Aber okay. Ich kann Bock jetzt mich drüber aufzuregen. So, Blüteninseln habe ich gelesen. Da kann man sich das Schloss angucken. Haus des fleißigen Fischers. Aha. Okidoki. Fischerpoplin. Die sehen echt aus wie Tauts eigentlich in gewisser Weise. Nur mit einer Blume auf dem Kopf statt dem Pilz. Und die Augen sind irgendwie etwas gruseliger. Die sind größer. Aber ansonsten. Und der ist jetzt ein bisschen brauner, glaube ich. Aber ansonsten. Er ist ein Fischer. Der darf das. Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise.
Um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte euch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich vor langer Zeit in Land gezogen. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen jeder Welt eine andere Farbe haben. Ach, diese Blumen. Wundersamen erhalten. Yay. Okay. Worst Level ever irgendwie. Ach. Warte mal. Die Blüteninseln zählen auch als Welt? Sehe ich das richtig? Wenn die Blüteninseln auch als Welt zählen. Warte, wo komme ich auf die Karte nochmal? So. Ach so. Könnte ich jetzt theoretisch auch die gesamten Blüteninseln machen? Statt Welt 2? Muss ich mal gucken. Warte mal, das heißt, wenn die Blüteninseln doch alle Level haben. Welt 3, Welt 4, Welt 5, Welt 6. Und Blüteninseln sind Welt 7. Überleg grad. Will ich das irgendwie... Ja, oder will ich... Will ich Mario diesen Hub-Bereich machen lassen? Dass Mario sich so auf die Mitte konzentriert und der Rest kümmert sich um die Sachen drumherum? Könnte ich auch machen, oder? Dann macht Mario den mittleren Bereich samt Schloss dann wahrscheinlich später gegen Ende. Und die anderen machen alle jeweils ein Land drumherum. Wäre sowieso irgendwie sinnvoller, wenn die sich mal aufteilen würden und jeder ein Land direkt angeht, aber gut. Das ist, glaube ich, schwer umzusetzen als Spiel. Von daher lass ich es durchgehen. Ja gut, aber dann passt das ja eigentlich. Dann lasse ich Mario hier die Mitte machen. Und die anderen machen drumherum. Ich würde sagen, Welt 2, weil die so pink ist, macht dann einfach direkt auch Peach, oder? Das da unten rechts würde ich dann Toadette wahrscheinlich machen lassen. Das rechts den blauen Toad, das oben rechts den gelben Toad vielleicht. Und unten links da den, ich nenne es mal Horrorabschnitt, den Vulkanabschnitt. Das würde ich dann Luigi machen lassen einfach. Klingt nach einem Plan, oder? Das heißt, ich werde ja doch nicht Level 2, Welt 2 heute machen können. Verdammt. Gut, dann... Wechseln wir auf Mario. Ja, man hört den anderen Sprecher raus. Aber es ist noch okay. Ich meine, es sind eh nur Bruchstücke von Sätzen. Und selbst wenn mal längere Sätze sind, man wird sich dran gewöhnen. Es wird Kinder geben, die werden nur mit diesem Sprecher aufwachsen. Sofern sie den Sprecher halten. Fairerweise, ich habe viele gute Mario-Stimmen gehört in irgendwelchen Animationen. Die hätte ich auch locker alle wahrscheinlich akzeptiert, weil ich die kenne seit Jahren. Oder, ja, was heißt ja seit Jahren. Ich habe sie oft genug gehört und verbinde halt dann Mario-Animationen mit diesen Stimmen. Ich finde es aber schön, dass das Ganze hier wieder extrem blockig aufgebaut ist gerade. Hier ist ein blockiges Wasserfeld, da ist ein blockiges Wasserfeld, oh Mann. Gut, so, Abzeichen des Delfin-Kick. Wenn es hier Wasserwelten sind. Wobei rein Wasserthematik, von der Wasserthematik würde sich eigentlich auch Dingens eher anbieten hier. Na, wie heißt das? Der blaue Tod, aber ne, wir bleiben jetzt Mario. Let's go! Delfin-Kick 1, ein Abzeichen des Delfin-Kicks, können wir suchen, aber selbst in der ja. Abzeichentest. Delfin kriegt Rücke unter Wasser R oder schüttelt den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Also, so wie der Pinguinanzug mehr oder weniger. Okay, ich muss den Button spammen quasi, um schnell zu schwimmen. Warum sollte man Unterwasserlevel ohne machen? Hat doch ein bisschen was vom Froschanzug, kann das sein?
Du willst nichts sagen? Du willst nichts sagen, okay. Achso, du gehst gar nicht ganz dicht. Okay, man kann nicht gedrückt halten, das ist schon mal nervig. Gibt es Leute, die echt die ganze Zeit Controller schütteln nebenbei? Finde ich jetzt schon nervig. Und ich mache das nur 10 Sekunden lang. Nee, das ist echt dumm. Wobei, naja gut, man muss halt nichts anderes drücken dann nebenbei, aber trotzdem ist das irgendwie... Weiß nicht, ich bleib beim R-Button. Also RT. Wo genau ist jetzt hier in dem Level die Schwierigkeit? Gibt es ja auch irgendwie ein Hindernis, irgendwie ein Gegner? Wenn es keine Luftanzeige irgendwie random gibt, sehe ich keinen Grund hier zu sterben. Aber okay. Wenn die wenigstens sich komplett zudrücken würden, dass man daran sterben könnte. Hä? Warte. Habe ich gegen die ein Wettrennen gemacht irgendwie oder was? Habe ich irgendwie. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Neu starten. Ja. Ach so, ja, ich hatte gegen die ein Rennen anscheinend, das habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Jo. Unter der Voraussetzung akzeptiere ich, dass es dann doch mehr oder weniger eine kleine Herausforderung ist in dem Level hier. Das ist einfach nur Unterwasserrennen. Vergessen, dass ich da hin musste. Jetzt hätte ich Zeit gespart. Also muss ich. Ich muss sie unterwegs versuchen zu fangen. Was? Mhm. Okay, na gut. Das habe ich irgendwie nicht realisiert, dass ich den hinterher schon muss. Ich habe es halt gar nicht gesehen am Anfang. Komm, gib die scheiß Münze. Bin ich nicht schon wieder am Ende jetzt? Wo ist der dritte? Bitte was? Wie soll ich den letzten erreichen? Ah ne, ich nehme erstmal jetzt die mit, dann kann ich mich nur auf den... What? Was habe ich jetzt nicht gesehen? Spam oder? Jetzt bin ich verwirrt. Wie soll ich denn den erreichen? Besser laufen einfach oder was? Du schwimmst für euch. Ich weiß nicht. Da merkt man leider wieder, dass Mario für Kinder eigentlich ist. Aber sind wir doch alle mal realistisch. Diese Spiele werden nicht nur von Kindern gespielt. Vielleicht brauchen manche Erwachsene auch dieses, ja, du bist toll von Pflanzen im Spiel. Damit sie irgendwie, keine Ahnung, sich besser fühlen oder so. Toll gemacht, wir haben sogar das Abzeichen, dass du gerade das Geschenk bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, mach mal. Auch nur, weil es das Masterlevel jetzt ist. Hat das angelegt? Wahrscheinlich. Ich will meine Münze. Komm, gib mir meine Münze. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Zack. Wie zum Teufel. Gibt's hier irgendwo einen geheimen Shortcut, den ich nicht kenne? Das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Mein Gott, ich spare mir Zeit, indem ich die ignoriere, so ein bisschen. Okay, ja, so ein bisschen Zeit kann ich hier sparen. Oh Gott! Der Level an sich ist einfach, aber das ist jetzt sau... Boah! Das gibt's doch, ja. Das war jetzt unnötigerweise extrem nervig und das war sogar fast schon schwer, würde ich behaupten, die jetzt zu erreichen.
Also man kann sie, glaube ich, nicht erreichen, wenn man sich auf die anderen beiden auch noch konzentrieren muss. Ich glaube, dann wird das relativ wenig, aber allgemein ist es, glaube ich, okay. Was halt ganz nice gewesen wäre jetzt in diesem Spiel, wenn man wie in CG World vor dem Levelstart auf einen random Charakter nehmen könnte. In CG World war es ja kacke, weil man da mit jedem abschließen musste für 100%. Habe ich, glaube ich, auch nicht mehr gemacht gegen Ende, war mir dann zu blöd. Aber ja, da war das halt dann irgendwie der Fall. Hier ist es nicht der Fall, aber hier wäre es ja ganz geil. Und hat man eventuell auch Yoshi und hat man die Fähigkeiten nicht und ja, ist doch ein bisschen blöd. So, im Territorium der Sandhechte. Okay. Immer dieser Lag, wenn der Level geladen wird. Irritiert mich. Hi. Oh Mann. Okay, ja gut, das ist ein Unterwasserlevel. Der Berg da im Hintergrund sieht irgendwie lecker aus. Ich weiß nicht warum. Sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung. Wow, what the hell. Sieht man die? Ne, man sieht die. Ja doch, man sieht sie. Okay. Will ich dich einfach komplett drauf gehen lassen? Warum versuche ich zu schwimmen? Ich habe doch den scheiß Dinge. Oh fuck. Das Ding sieht interessant aus. Ja, runter da. So. Wow. Na, bild ich mir das ein oder ruckelt das sich gerade einen tot? Das ruckelt sich gerade echt einen tot, mehr oder weniger. Okay, Nachteil. Ich kann nicht feinjustieren, wenn ich irgendwie was erreichen möchte. Wenn Gegner drüber sind. Capture ruckelt sich gerade rot. Definitiv. Liegt das am River Tuner? Wenn das mal im Hintergrund. Sollte aber eigentlich nicht. Ah, interessant. River Tuner hat sich in die Add-ons von Steam Elements anscheinend eingeklinkt. Die haben sich gerade neu geladen. Okay, interessant. Ist interessant. Vielleicht sollte ich echt nochmal wieder Stream Elements deinstallieren. Und nochmal komplett OBS neu installieren. Wäre vielleicht nochmal eine Idee. Nicht, dass es irgendwie was großartig ändert, aber naja, wer weiß. Ach so, stimmt. Ah. Gute Frage, nächste. Ich habe vorhin mal die Settings von Elgato angepasst. Also es ruckelt gerade definitiv. Was ich nämlich gemacht habe, ich habe gesagt, die soll mit 120 Frames capturen. Vielleicht macht das Probleme. Das könnte ich mir vorstellen. So, 60. Okay. So, die Frage. Einmal ausblenden, einblenden. Vielleicht muss ich die Konsole einmal kurz dafür neu starten. Damit die einmal kurz sich in Standby setzt. So, Elgato No Signal. Properties, mal gucken. Ja, Videoformat ist halt NV12. Eigentlich kann ich auch dann wieder auf Device Default stellen, so. Wobei. Das Videoformat übernimmt er dann halt trotzdem nicht direkt. Okay, interessant. Also er übernimmt es direkt, das wollte ich sagen. Er kraut die Felder einfach nur aus. Interesting. So. Gut. Konsole wieder an. Und am Monitor wieder wechseln. So. Gucken. Verdammt. Also sieht es im Moment gerade wieder flüssiger aus, definitiv. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass die Konsole einmal neu gestartet worden ist. Wieso ist Mario eigentlich so platt gedrückt jetzt? Ich meine, er ist klein, aber trotzdem. Wie wenn man ihn von oben zusammengedrückt hätte. Wieso schwimme ich eigentlich nochmal? Ja gut. So. Okay, was auch immer. Kann ich da oben rein?
Ja, kann ich. Bitte sei die erste. Ach, ein Stern zieht Münzen an. Interessant. Hier ist die zweite. Wann habe ich die erste eingesammelt? Es riecht nach mehr. Wow. Ich sollte mich nicht auf diese Fähigkeit verlassen. Die Fähigkeit ist gefährlich zu nutzen. Definitiv. Ah, lass ich raten, dahinter wäre irgendwas. Wir schwimmen. Stimmt. Wir schwimmen, dass dir die Ohren klingen. Wer hat die Texte sich ausgedacht, bitte? Okay, das ist cool. Das ist mir irgendwie bei den anderen Charakteren nicht ganz so sehr aufgefallen. Ich habe mich drauf geachtet. Das ist auch interessant. Aber irgendwie ist das schon cool, wenn sie neue Items sammeln, dass sie erstmal so eine schöne Animation dann haben. Wie sie die einladen. Wow. Okay, das Wichtigste habe ich. Achso, halt, warte. So. Achso, ich kann damit auch da durchschwimmen. Achso. Ja gut. Okay, die Münzen habe ich schon mal. Das heißt, sich nur noch um die anderen Dinger kümmern. Alter, das Ding ist kacke. Die Fähigkeit. Also sie ist prinzipiell gut, wenn ich sie richtig nutzen könnte, aber ich bin zu blöd dafür. Warum genau sollte ich versuchen, die zu erwischen? Jetzt musst du eigentlich nur darauf achten, dass ich die eine Wunderblume jetzt bekomme. Genau, die da. Wieso ist die jetzt rot? Okay. So, ja, Drogen drin. Da hatten wir auch gestern ein schönes Gespräch noch auf dem Discord. Das ist ja nicht Marios erster Drogentrip ist. Ach so. Ich muss ihm quasi... Ich kann Cheep Cheeps unter Wasser killen, indem ich einfach über sie schwimme. Oh mein Gott. Das Spiel ist endlich mal logisch. Also was ist logisch? Es ist endlich mal interessant gelöst. Oh nein, du musst hier hoch. Komm da ran, das weiß ich. Die Frage ist nur, ob ich daran will. Hab die Fähigkeit ja vergessen. Wow, wow, wow. Ja, prinzipiell ist das okay, glaube ich. Dann komme ich da ran. Weg da. Leute, das ist auch frei. Die Dinger sind geliebt. Wow, gedespawnt. Hätte ich in die Röhre da hinten eigentlich rangekonnt? Wundersam. Ist der jetzt weg? Er ist weg. Okay, jetzt will ich aber wissen, ob da hinten theoretisch die Röhre noch begehbar ist. Zack. Nö. Ja, das Ding war riesig. Oh, das ist irgendwie nervig, dass ich immer wieder den Button klicken muss. Ich würde gern gedrückt halten. Ja, das war Will. Der Fisch war irgendwie sus, habe ich gehört. Okay. Okay. Ich sollte aufhören, mich auf diese Fähigkeit zu verlassen. Für schnelles A nach B reisen, ja, aber nicht fürs Einsammeln von Münzen irgendwie. Das klappt nicht wirklich. So. Aber gut. Achso, warte mal, jetzt die Palme. Ich wollte sagen, hä? Wie zum Teufel hätte ich da rankommen sollen? Level beendet. Yay. Secret Access gibt nichts. Oh, na, sollte es nicht. Gott, habe ich jetzt schnell geredet. Und undeutlich. The fuck? Das habe ich selbst... Wow. Das habe selbst ich nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Also ich weiß, was ich gesagt habe, aber... Ich habe mir selber zugehört und habe gesagt, was? Was hast du gelabert? Ich habe gesagt, ein Secret Exit gibt's nicht, oder? Einen Secret Exit gibt's... Boah. Habe ich ein Problem mit S-Lauten? Eventuell ja. Ein Secret Exit gibt's nicht. Kein schwerer Satz. Trotzdem gerade zu blöd dafür gewesen.
Eventuell sollte ich auch vorher mal Luft holen, bevor ich rede. Nö, ich will nicht online spielen. So. Diese tollen Wegblockaden immer. Kann ich mit dem Mario-Design immer noch nicht anfreunden irgendwie, aber okay. Meereshöhle der Stibitzkes. Stibitzke. Können die mal aufhören, sich für jeden neuen Teil neue Gegnertypen auszudenken? Prinzipiell ist das, lebt das Spiel dann davon, dass man neue Gegnertypen hat. Aber können sie nicht einfach normale. Tauts dürfen keine eigene Persönlichkeit haben. Warum. Ja, warum dürfen dann immer zig neue. Ja gut, warte mal, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass einfach dann alte Gegnertypen neu aufgelegt werden könnten mit irgendeinem neuen Attribut. Okay. Interessant. Wäre aber genauso wie Persönlichkeiten bei Gen Tauts. Ich weiß nicht, was ein Problem damit ist. Das Ding da unten sah interessant aus irgendwie. Ach so, Stibitzki ist im Sinne von, die Stibitzen meine Münzen. Ach so. Ah, oh Gott. Hab ich nicht gerade. Ich hab da. Doch, da sehe ich was. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da ran? Immer dieses Trommel-Solo. Bevor ich einen Stampfattacke mache. Das geht mir voll auf den Sack irgendwie. So. Zack. Komm ich da irgendwie. Kann ich irgendwas machen, wenn ich dich umdrücke? Nein, kann ich auch nicht. Okay, es irritiert mich. Wie komme ich da ran? Tatsache, okay, es funktioniert. Zack. Du hast mich gefunden, du schwimmst super, ja. Mehr oder weniger. Wäre gespannt. Stimmt, ich bekomme gar nicht mit, wenn mein Stream offline geht. Ich habe gar kein Tool im Hintergrund am Laufen, was quasi lospiept, wenn die Connection weg ist. Finde sowieso interessant, dass irgendwie sich das noch nicht umgestellt hat. Wobei, heute Nacht hatte ich kurzzeitig kein Netz gegen 4, 5 rum. Hat sich der Router selber geupdatet? Ich kam nämlich heute Nacht auch auf die Fritzbox nicht rauf. Oder heute Morgen, eher gesagt. Moment, Fritz.box. Nicht Frotz, Fritz. So, komme ich rauf? Prinzipiell komme ich auf die Fritzbox. Das ist nur die Frage. Irgendwie lädt die gerade komisch. Warum lädt die so komisch? Telefonie seit mehr als einer Stunde nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Was ist los? Aha. Ja, Details anzeigen. Telefonie seit mehr als einer Stunde nicht mehr oder nur eingeschränkt nutzbar. Eine Rufnummer ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar. Prüfen Sie. Anbieter Telekom verbunden seit 24.10.26. Geschwindigkeit bla. Prinzipiell ist es ja richtig. Also mein Netz ist noch da. Also ich habe noch Internet. Aber habe ich Internet? Bin ich wirklich online? Steht live. Und ich sehe auch den Stream von Flo nebenbei. In 140p. Okay, also das prinzipiell läuft das. Das heißt, nur die Telefonie ist jetzt quasi gerade im Arsch. Okay, dann habe ich kein Problem damit. Dann kann ich das nachher auch noch machen. Gut. So. Ja, puh. Puh, du mich auch. Oh, das ist so angenehm, unter Wasser endlich mal was machen zu können. Ja, bei Nintendo kam auf die Idee, dass das sinnvoll wäre, unter Wasser sich wehren zu können. Ach so, ich kann auch dann, okay. Interessant. So. Wirklich? Ich finde diese Stimme von der Blume so creepy irgendwie. Schmeckt eigentlich Meerwasser. Das klingt so wie der übelste Creep, die Blume. What the fuck? Das ist interessant. Wir schaffen's.
Doom wie Creeps klingen zu lassen. Das ist, ja, sehr interessant. Scheiße! Wir hätten da unten, wir haben eine zweite lila Münze. Oh, sowas hasse ich. Natürlich wäre da unten meine zweite Münze jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Gut, ansonsten, was ist eigentlich mein heutiger Plan? Jetzt bis ungefähr, sagen wir mal, Viertel vor sechs. Ungefähr, Viertel vor sechs, bis Viertel vor sieben würde ich wahrscheinlich aufnehmen. Aufnehmen, sag ich schon. Streamen und aufnehmen. Da muss ich mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen Pause machen. Vielleicht mir mein Mittagessen wieder warm machen. Den Rest. Muss ich mal gucken. Also, sprich, die Pizza aufwärmen. Dann werde ich ein bisschen. Keine Ahnung, was werde ich dann machen? Die Dailies in Genshin vielleicht? Keine Ahnung. Und dann später werde ich wahrscheinlich wieder weiter aufnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch nachher jetzt zur Tankstelle muss oder nicht. Tankstelle sag ich schon. Apotheke. Natürlich geht's da irgendwo hin. Warte, was? Oh. Das ist creepy irgendwie jetzt. Mein Problem ist aber gerade, ich will eine scheiß Stampfattacke machen. Ich will nur die scheiß Stampfattacke machen, come on. Geht das irgendwie? Nee, geht nicht, weil ich direkt immer wieder oben andotze. Komme ich da jetzt rein? Völlig? Nee, komme ich nicht. Gut. Jetzt komme ich hier oben ran. Ach Gott. Die Idee an sich ist aber jetzt nett, dass man Wasser und Luft wechselt hier. Klingt das was da? Nee, klingt nichts. Was? Ist das Ding noch woanders hingeflogen? Nö. Okay. Die Musik klingt wie aus Mario Galaxy wieder. Die Level mit den Kugeln, die man dann mit der Remote steuern muss. Geht's da unten irgendwo hin? Prinzipiell ja, aber ich glaube, da gehe ich drauf, oder? Mehr oder weniger sicher. Ja, das ist die, ja, die zweite nämlich da hinten. Scheiße. Ach, ich hasse es, wenn man gezwungen wird, wieder so ein altes Level reinzugehen. Auf so billige Art und Weise. Wow. Zack. Diese Musik habe ich übrigens als Kind gehasst. Weil immer, wenn man die Musik gehört hat, wusste man als Kind, der Level wird schwer. Mehr oder weniger. Es war, glaube ich, in Galaxy 1, in diesen komischen Challenge-Galaxien mit den drei grünen Sternen. Der Soundtrack. Und halt mit diesem Ball. Oh. Wieso kriege ich. Ah, jetzt kriege ich Bock auf Galaxy, verdammt. Irgendwie hab ich Bock auf Galaxy, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe schon so oft gespielt. Ich habe sogar mal damals Let's Played, den ersten zumindest. Ah. Ich könnte mal theoretisch gucken, ob es Galaxy-Hacks gibt. Gibt es definitiv, bin ich mir sicher. Aber wie gut die halt sind und wie groß. Ich glaube, die sind ein bisschen aufwendiger zu machen als Mario 64-Hacks. Nicht, dass ich jetzt die 64-Hacks herabsetzen will damit, aber. Sag mal so. Wii-Spiele sehen schon besser aus, theoretisch, als, Dingens, N64. Und die sehen nicht nur besser aus, in den meisten Fällen. Die sind auch,
Aber ein bisschen aufwendiger programmiert. Wobei mittlerweile ist Mario 64 wahrscheinlich auch auf einem relativ hohen Stand durch die ganzen Custom-Sachen mit der Decomp-Version. Von daher. Habe ich da gerade was durch die Wand gesehen? Nee. Ja, glaube ich, trotzdem interessant. Wenn das Ding jetzt einsammelt, ist hier wieder alles normal. What the? Also, wenn ich jetzt. Du bist der Klatschnass? Ja. Wenn ich jetzt Dingens gehabt hätte. Na, wie heißt das? Die. Achso, das ist ein Hintergrundteil. Ich wollte gerade sagen, hä? Wie komme ich denn da hin? Also, dass ich gerade hier komme ich nur. Gar nicht mehr hin. Doch, kann ich. Okay. Immer im Fluss bleiben, ja. Das sind nur Münzen, oder? Ja. Okay, gut, bringt also nicht wirklich was. Zack. Und hier ist dann der Bereich. Ja, gut. Das Leuchten will mich jetzt nicht in Ruhe lassen. Das war doch hier, oder? Ist das. Hä? Wie hätte ich das Leuchten jetzt bitte aktivieren sollen? Ich konnte keine Stampfattacke unter Wasser machen. Also. Und jetzt ist es weg. Check ich nicht. Gut, ich muss eh gleich wieder in Level rein, weil ich habe die Münze vergessen. So. Ja, sehr vorsichtig, mich auch. Zack. Selbst hier lenken die Ladescreens. Warum? Find's irgendwie interessant, dass sie lenken. Für was sind die komischen. Hier ist ein Secret Exit da unten drunter, oder? Irgendwie so ein Busch wird hier sein. Jetzt direkt nochmal hier rein und. Bin gespannt. Ja, danke, Spiel, dass du mir das Ding nochmal zeigst. Ich habe keine Ahnung, wie man das betätigen soll. Ich sehe da nämlich nicht den Weg, ehrlich gesagt. Uff, da habe ich richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich nicht, mich meist fern. Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrichtenblockabzeichen verkauft. Denke mal daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drück einfach R und ich helfe dir. Ja, aber erst wieder hier rein und die Münze holen. Drück Y, um das Feuer vom Feuerbild zu werfen, ja. Zack. Und einfach nur straight forward. Ja. Dass sie immer hier so brüllen müssen. Kann ich nicht nachvollziehen. Gerade nicht bei den Japanern. In der Realität immer so komplett zurückhaltend, keine Gefühle zeigen und alles drum und dran. Und sich totarbeiten. Aber in den Spielen, da brüllen sie 24/7 irgendwie. Ich meine, gut, in Anime tun sie es auch, aber. Ja, es ist deren Cope-Mechanismus. Über digitale Medien und Co. Das rauslassen, was sie nicht rauslassen können, aber trotzdem. Irgendwie. Naja. Was soll's. Sag mal, hätte eigentlich unter Wasser. Tatsache. Unter Wasser hält er die Luft an und kann trotzdem 24/7 Luft anhalten. Interessant. Will ich jetzt noch. Ich versuche jetzt nicht, das Ding zu triggern. Das ist mir gerade zu blöd. Und ist hier eine Lu, die sagt, hast du nicht was vergessen? Wahrscheinlich, oder? Was zum Teufel? Ach so, das sind die, die sonst. Ah, die vorhin hier hochgeflogen sind. Das hat jetzt was gebracht? Gar nichts. Gut. Dann, I don't care. So. Achso. Gut, kein Secret Exit. Nur ein paar extra Münzen.
Das ist irgendwie jetzt traurig. Ich hätte jetzt irgendwie zumindest irgendwas Cooleres erwartet als ein paar Münzen. Aber gut, was soll's. Aber interessant. Im Pilzkönigreich stehen am Ende eines Levels immer Burgen und hier stehen, keine Ahnung, normale Blumenhäuser. Aber gut. Jedes Land hat so seine Eigenheiten hier. Na, Interesse? Bei uns blüht jeder Kunde auf. Laden. Er hat keinen Namen. Er ist nicht mal ein Poplin. Er ist einfach nur Laden. Okay. Bei uns blüht jeder Kunde auf. Unser aktuelles Ausdruck-Blog-Angebot ist gerade besonders gefragt. Blöcke erscheinen. In Leveln erscheinen Ausdruck-Blöcke, auf denen du stehen kannst. Manche erhalten noch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Oh, jetzt sag mir nicht, ich muss das Ding anlegen, damit ich in manchen Leveln überhaupt alles holen kann. Bullshit. Zack. Kann man das Ganze auch irgendwie schneller machen? Kann ich mir auf einmal kaufen? 100 Stück kosten 1000 Münzen. Können mir fast alle Aussteller kaufen. Kaufen wir mal ein paar. Keinen Schaden. Boah, hier wird schon kein Bock mehr. Warte, kann ich die doppelt bekommen? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich dachte, ich kriege immer einen neu. Habe ich gerade den Elefanten-Yoshi, Elefanten-Luigi zweimal gehabt? Oder was war das jetzt? Ich dachte, ich kriege jeden nur einmal. Das erklärt, warum die, wie heißt es? Nur 10 kosten statt 30, wenn man sie direkt kauft. Warte, den hatte ich doch jetzt gerade schon mal bekommen, oder? Den habe ich jetzt definitiv doppelt bekommen. Ich krieg die echt doppelt, die Scheißdinger. Ist ja Bullshit. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nein, danke. Komm gerne jetzt wieder. Wahrscheinlich brauche ich den jetzt aber hier, oder? Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Lass ich raten, das Ding blockt hier die Pfeile. Ich lege ihn jetzt einfach nur an aus Prinzip. Achso, die sind allgemein schief. Ich wollte gerade sagen, hä? Die habe ich nicht in der Optik? Nee, die sind alle schief. Ah, Expertenabzeichen. Ja. Was ich rate. Ich dachte, ich bin im Wasser. Ich habe jetzt persönlich nicht erkannt, dass ich nicht im Wasser bin. Das sah aus wie Wasser. Fairerweise. Okay, das ist interessant. Die sind jetzt da. Ja, das bringt mir aber keinen Vorteil. Komischen, wie heißen die Viecher? Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sehen aus wie Yoshis, nur als Vögel. Oh mein Gott. Ich muss die Scheiße anlegen, um bestimmte Abschnitte zu finden. Okay, der ist jetzt nicht wichtig, davon abgesehen, aber... Oh mein Gott. Mag mal die Musik hier. Ich habe gerade vergessen, dass es sowas wie Physik gibt und das Ding wieder zurückkommt. Gut. So. Einfach nur aus Prinzip hole ich mir jetzt die Sachen hier oben auch noch. Brauche ich den für irgendwas? Ja, brauche ich. Gut. Unpraktisch. Ich hoffe, der kommt wieder. Ja, irgendwie. Der Soundtrack klingt irgendwie wie aus Sunshine. Weil es ist der Untergrund-Soundtrack. Remixed.
Aber er klingt wie die Sunshine-Variante, wenn man in den Kanalisationsbereich runtergeht. Es sind echt nur Münzen. Okay. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ist ja nicht so, als könnte ich einfach weglaufen. Ja. Bin schön, wie es dem bewusst ist. Auch hier verstehe ich jetzt nicht, was es wirklich bringen soll. Weil eigentlich bringt das rein gar nichts, oder? Das ist einfach nur eine extra Münze jetzt aktuell. Wow. Aber es sieht schon schön aus. Gerade für ein Switch-Spiel sieht es schön aus. Ist das die... Das waren Seifenblasen, oder? Sag mal, gebe ich gerade Luftküsse, um Seifenblasen zu schießen? Ja, tue ich. Okay. Kann ich dann darauf hüpfen? Ja. Okay, interessant. Kann ich dann einen Gegner damit einsperren? Kann ich. Okay, interessante Fähigkeit. Sehr interessante Fähigkeit. What? Okay. Okay. Von mir aus. Kann ich dich damit hochfliegen lassen? Nein, kann ich nicht. Ich wusste, da ist irgendwas. Das war so offensichtlich. Das war ja wild. Kann ich... Die Frage ist, geht's nur hier oben? Na, egal, ich geh erstmal da rein. Gelbe Röhre ist bestimmt der normale Weg, oder? Wieso haben die Kreuzaugen? Aber egal, was soll's. So. Ja, hallo! Ja, hallo! Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Find die Blasenblumen aber irgendwie hässlich. So rein optisch passt die irgendwie gar nicht. Kann ich damit die da rausholen? Ne, aber aktivieren. Okay. Zack. Ich finde auch lila irgendwie nicht ganz so cool. Aber hellblau gab es ja schon für die Eisblume. Fairerweise, lila hat halt ein bisschen was von Seife. Und daher kann ich es nachvollziehen. Kann ich damit auch. Wow. Bestimmt, irgendwie. Da ist nichts, gut. Zack. Wait a second. Mir fehlen gerade Stäbe zum draufstehen. Okay, so. Kann ich von unten aktivieren. So. Ja. Ich find's irgendwie, diese Blumen können reden. Sie haben ein Bewusstsein. Und er ist einfach in diesem Level, in dieser Höhle, in diesem kleinen Bereich da eingesperrt. Weil er sich ja nicht bewegen kann anscheinend. Das muss doch voll schrecklich sein eigentlich. Aber okay. Das ist wieder die grausame Nintendo-Welt. Okay. Oh. Ja, ja, okay, interessant. Ja. Cool.
Ich hatte irgendwann mal ganz am Anfang erwähnt, dass wir im Discord über das Spiel und die Drogentrips hier geredet haben quasi. Und das ist ja nicht der erste Drogentrip, den er im Endeffekt hat. Er hatte ja schon in, als Baby hatte er ja schon quasi Drogen konsumiert mit Yoshi zusammen. In, ich glaube, Welt 3 oder war das Welt 4? In Yoshi's Island, also Super Mario World 2, Yoshi's Island. Da gab es ja den tollen LSD-Level. Und dann allgemein das Thema Pilze verzehren. Aber gut. So. Und weiter. Achso, das wäre die gelbe Röhre gewesen. Ich wär direkt hier gelandet letztes Mal. Was? Hab ich eigentlich alles eingesammelt? Ich hab nicht drauf geachtet. Ach ja. Gut. Gut, gut, gut. So. Okay, ich könnte jetzt da in Richtung Welt 2 eigentlich. Aber ich kann auch theoretisch jetzt die Insel hier erstmal weitermachen. Ist das ein Level oder so eine Barriere? Welt 2, Wölkchengebirge. Ich kann aber jetzt auch eigentlich jetzt da den Strand dann weitermachen, oder? Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich den... Wieso kann ich den Strand nicht weitermachen? Lass mich den Strand weitermachen. Come on. Hallo. Lass mich an den Strand. Das ist Bullshit. Ich will den Strand zu Ende machen. Habe ich aber jetzt erstmal alles gemacht hier. Hatte ich jetzt da alle Münzen? Abgehakt, abgehakt. Abgehakt, abgehakt. Alles abgehakt. Es wird auch nicht notiert, welcher Charakter den Level abgeschlossen hat. Okay. Ja gut. Den kann ich mit Mario jetzt nicht weitermachen. Also ich kann schon weitermachen, aber kann nicht am Strand weitermachen. Gut, was habe ich gesagt? Dann nehmen wir Peach für das Pinkeland. Oder Toadette. Will ich Peach oder Toadette haben für das Gebiet? Hier unten ist halt nochmal so ein... Die Gesamtkarte. Hier unten ist halt auch nochmal so ein... ja. Was soll ich es nennen? Was soll es sein? Ein Sumpf? Könnte ein Sumpf sein, oder? Überleg gerade. Wenn ich hier oben Peach nehme, dann habe ich den gelben Tod, dann den blauen Tod. Dann habe ich Toadette. Also wie ich es auch drehe und wende, wenn ich die Charaktere so nutze, wie ich es mir gedacht habe, dann habe ich drei Welten komplett nur mit den Pilzen immer. Oder ich nehme jetzt für hier oben Toadette und für da rechts quasi dieses, ich nenne es mal Wüstenkuchenland, whatever das sein soll, dafür nehme ich Peach. Komm, dann nehme ich oben Toadette, würde ich sagen, dann nehme ich dann den gelben Toad. Warte, jetzt bin ich hier verwirrt, Moment halt. Toadette, gelber Toad, Peach, blauer Toad. Ja, könnte hinkommen. Oder ich nehme den blauen Toad als ersten und den gelben Toad dann später da unten. Damit das optisch nicht irgendwie so ineinander verläuft. Dann sollte ich aber auch hier oben nicht Toadette nehmen. Oder ich nehme jetzt hier oben für. Ja, oder ich nehme jetzt hier oben einfach so, wie ich es ausgewürfelt habe. Den gelben Tod. Ja, komm. Dann würfel ich es einfach aus. Dann versuche ich es nicht passend abzustimmen. Dann nehme ich jetzt den gelben Tod da oben. Der eigentlich hätte den Strand hier machen sollen. Wieso sind die alle pink? Wieso ist der normale Pilz jetzt eigentlich gelb? Die Punkte sind nur umgefärbt, aber okay. Was soll's. Ich überlege gerade, mache ich jetzt Welt 2 noch weiter oder mache ich jetzt erstmal Schluss in Mario und leg Sonic ein?
Ja, komm, ich gehe noch in Welt 2 rein. Eigentlich wollte ich die Welt 2 ja komplett abschließen. Das wird aber nichts, weil ich ja den Strand noch machen musste jetzt. Hey, diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Ja. Und noch was? Nö. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Boah, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so dunkel. Was? Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du L drückst. So, jetzt aber los. Ja. Ach so, das sind alles Wolken an diesem Baum, die aber aussehen wie Blätter. Oder ist es ein Wolkenbaum? Irgendwie so ein Bullshit. Okay. Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Hucky-Ducky! Hier ist es so kalt. Hallo, Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in schwindelerregende Höhen wagen. Im Gipfel ist besonders schön der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Ja, und Lawinengefahr. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum. Also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Jr., der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir hoch bis zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück. Und den Königssamen auch. Bitte, bitte. Wundersame halten. Gehen diese Häuser so als Pseudo-Story für das Gebiet? Irgendwie ja, oder? Bitte am Fuß des Wölkchengebirges. Mhm. Wieder online. I don't think so. Fähigkeit 3. Ist das frustrierend. Das hat dieser Unruhestift angerichtet und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis ganz nach oben. Und jetzt, pah, kann da nicht mal jemand etwas unternehmen? Ja, wie wär's denn selber was machen? Just saying. Suchtrupp, Rätsel der Verstecke. Aha. Oh, ein Vierer-Level. Abzeichentest, Klimmsprung 2. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Es könnte glatt wieder dieses eine Pokémon sein. Centurion oder wie das heißt. Okay. Schwierigkeit 1. Rutschport hier im Platzdartal. Ich frage mich immer nur, wer diese Schwierigkeitsgrade bestimmt hat. Ist das durch die Resultate der Beta-Tester quasi entstanden oder wie? Oder haben sie sich das selber ausgedacht? Naja. Rutschpartie im Platzdartal. Los geht's. Auf vereisten Oberflächen kannst du nicht gut abbremsen. Sei in kalten Leveln da vorsichtig. Ja. So, also wir haben da oben dieses komische weiße Ding. Was? Was ist das? Könnte eine Art Kirby sein. Achso, verdammt, jetzt habe ich wieder diesen. Oh, jetzt habe ich diesen Block wieder aktiv. Wobei, fairerweise, das sind auch jetzt die Blöcke wieder, aber okay. Bringt das was? Das war interessant. Wollte ich da oben sein? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht beabsichtigt, aber okay. Ich mag die jetzt schon nicht. Bis Seifenblasen. Okay, es soll in dem Level anscheinend mit Feuer rumrennen und nicht mit Seifenblasen. Wir sind in einem Schneegebiet. Blume. Wieso lebst du überhaupt hier? Wie kannst du überleben? Blöde wetterfesten Viecher. Also, das ist quasi mein Cheatweg durch diesen Anstecker, dieses Abzeichen. Achso. Ich kann die selber nicht schieben, oder wie sich das. Aber ich kann sie kaputt machen. Okay. Akzeptiere ich. Stimmt, warte mal, hier, so, jetzt muss ich
Achso, ich komme doch so ran. Oh nein! insert Family Guy, Quagmire und Perlenkette, Szene, Meme. Und dann weiß man, warum ich jetzt gerade so lache. Das passt halt auch jetzt mit den Münzen an der Schnur so super. Oh Mann. Kann ich mal mehr ein Mario spielen, ohne irgendwie irgendwas zu entdecken, was, naja. Was zweideutig zu interpretieren ist. Du Bastard, hör auf. Kann der mich damit plattquetschen und mich umbringen? Ah, das ist interessant. Mit dem Ding jetzt. Aber okay. Ich hätte gern irgendwie einen Koopa-Panzer oder sowas. Gibt es irgendeinen Koopa-Panzer, den ich dann kicken kann? Hier ist es sicher. Das glaubst auch nur du. So. Ich will einen scheiß Koopa-Panzer, ich will wissen, was da drin ist. Ist hier irgendwas? Nö. Ah, hier irgendwas, was ich hätte kicken können? Nee, oder? Kann ich da... Nee, kann ich nicht. Ja gut, wetten, da ist eine Münze drin, die ich jetzt nicht bekomme, deswegen. Oh Gott! Ich habe jetzt nur die Münzen da oben verpasst, oder? Die sind despawned, cool. Habe ich jetzt irgendwas hier komplett verkackt? Kriege ich das hin von hier aus? Ne, wahrscheinlich nicht. Hier, aber da kann ich lang jetzt, oder? Frage, wie soll ich da durchkommen? Selbst mit den Eisblöcken hätte das nichts gebracht, oder? Oder ist da oben irgendwie ein... Hätte ich... Hätte ich irgendwas... Hä? Halt die Fresse, du Scheißblume! Hä? Nee, ich komm doch von hier aus da gar nicht hin. Ist hier rechts gleich irgendwas, wo ich runterfallen kann? Wo ich dann da hinkomme wieder, oder... Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, hä? Wie hätte das sonst funktionieren sollen? Das sehe ich jetzt nicht. Zack. Was mal wieder auffällt jetzt gerade ist, dass irgendwie selbst Mario-Spiele, also Mario 2D-Games, die sind größtenteils einfach nur tile-based. Die haben ihre Texturen für die normalen Hintergründe. Ja. Und die haben einfach ihre Tilesets für die begehbaren Flächen. Die sehen halt nur nicht ganz so pixelartmäßig aus, weil etwas hochauflösender, aber vom Prinzip her hätte ich. Ich hätte ihn nicht umbringen sollen, oder? Lass sie raten, ich hätte nicht umbringen. Wobei. Nee, ist egal. Achso, und hier komme ich jetzt auch nur ran, weil ich die Blöcke habe. Okay. Gut. Fair enough. Wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Zack. Bringt das eigentlich irgendwas jetzt hier die zu machen? Nö. Und es ruckelt auch gerade in der Capture. Jetzt ist halt die Frage. Wie lange ruckelt das jetzt? Und warum ruckelt's? Ich habe keine gedroppten Frames. Es kommt direkt über die Capture Card. Was ich nicht glaube. Wenn ich jetzt... Moment. Geht jetzt ums Prinzip. Wenn ich jetzt mal kurz OBS klein mache. Und jetzt die 4K Capture Utility starte.
Wie sieht das dann aus? Kann die gerade das Signal abzweigen? Oder nicht? Nein, kann sie nicht, weil die... weil OBS die Capture schon gerade hat. Okay, wenn ich jetzt wieder die Szene wechsle, cool. Das war die N64 Gameplay-Szene. Was, wenn ich die Legato einfach ausblende? Kriege ich die Sonder-Capture-Utility? Nö. Bringt nichts. Den einen ausblenden bringt auch nichts. Hm. Es ruckelt wieder weniger als vorher. Oder? Ja, nee, es ruckelt schon noch. Man merkt richtig im Bild, wie das Bild hinterherzieht und immer wieder einen kleinen Aussetzer hat. Es ist kein Terran. Was ist das denn? Immer noch. Nö, das ist jetzt auch nicht gefixt. Ich habe auch keine Filter auf der Szene. Was ist, wenn ich... Moment, was ist, wenn ich das mal so mache? Nicht, dass es irgendwas ändern sollte. Reset Transform. Filter. Effektfilter. Scaling Aspect Ratio. Ja. Resolution. 1920x1080. Achso, nee, halt. Base Canvas. So. So, jetzt habe ich das Ding mal nicht transformiert. Sollte aber keinen Unterschied machen. Oder? Es ruckelt immer noch. Das sieht man aber auch nur ganz leicht im Hintergrund. Moment. Geht da ein Monitor ran? Als ob er immer irgendwie ein Bild auslässt. War sowas von. Lässt immer kurz ein Bild aus. Elgato. Ich kann auch nichts einstellen an Elgato. Ein Figure Video bringt nichts, oder? Nee. Ist hier, doch, da kommt sogar ein Fenster. Aber das ist nur dieses Kamera-Video-Fenster. Das bringt nichts. Properties. Ja, Buffering, Auto-Detect oder Disabled. Disabled für komplette Smoothness eigentlich. Aber dann, ja, keine Ahnung, das bringt ja auch nichts. When enabled, buffers Video Audio Data to ensure the smoothest and most secure playback possible at the cost of increased latency. When using buffering with a video game, video capture card is prone to set the card and the program to the same frame rate for the best results. Ja. And disable ensures lowest latency playback, but at the cost of frame playback accuracy. This is ideal for face cameras or what? Face cameras or when you want to use the program's pre-run for player console. Ja, aber das ist eigentlich dumm. Weil ich habe doch extra die neueren Modelle, damit ich dieses Fast Playback habe. Also dieses nahezu Echtzeit. Auto-Detect, Default, set it to enable if there is a delay and disable if it has no delay. Ja, was ja prinzipiell das Richtige wäre. Oder was gut ist, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, meinen Teer wechseln zu lassen. Device Default, Configure Video, Deactivate Game Capture. Anderes habe ich da auch nicht, ne. Ich muss, glaube ich, echt mal komplett neu installieren. Also Windows. Und vielleicht auch OBS nochmal wieder.
Vielleicht habe ich es ja jetzt mehr oder weniger schon besser gefixt bekommen mit den ganzen Anpassungen, die ich jetzt habe. Und vielleicht liegt es ja echt irgendwie an Stream Elements, was interessant wäre. Aber dann könnte ich auch eigentlich theoretisch nochmal Streamlabs testen. Aber das hat das gleiche Problem gehabt. Aber gut. Das ist jetzt eigentlich einigermaßen flüssig. Ja, mehr oder weniger. Mein Alternativtest wäre jetzt ja wieder dann Standby-Modus. Und Konsole wieder an. Das hat bei Zelda zumindest geholfen. Einfach die Konsole nochmal an- ausmachen. So. Ja, jetzt sieht es nämlich wieder komplett flüssig aus. Was ich halt nicht nachvollziehen kann. Es ist für mich irgendwie Quatsch, dass ich die Konsole ausmachen muss, damit das Ding quasi sich mal wieder komplett resettet. Aber okay. Was soll's. Kann ich in eine der Dinge ins rein? Nee. Was ich geraten? Der Samen? Ach, der Samen. Die Wunderblume? Ja. Was zum... Okay. Jo. Das war meine normale Zielpfanne. Fahne. Okay. Das heißt, hier gibt's einen Secret Exit. Oh scheiße, ich muss da hoch, glaube ich. Ich will die Box haben. Nee, will ich nicht. Also will ich schon, aber. Ich glaube, das ist nicht allzu relevant. Wow. Das ist so schlau gewesen, die jetzt zu ignorieren. Oh, da ist meine Zielfahne. Tschüss, Ziel. So. Das war knapp. So, Secret Exit. Ich finde die Idee nett, dass man das normale Ziel kaputt macht und weiterläuft einfach, aber. Ja. Ich finde es halt unnötig, dann in dem Fall wieder ins Level rein zu müssen und den normalen Exit noch zu holen. Ich sehe aber jetzt nicht, wo das Level hier bitte schön 3 Sterne Schwierigkeit hatte. Ich meine, ich habe die komischen Blöcke jetzt gehabt, aber trotzdem. Ich sehe es nicht so wirklich. Gut, habe ich ja nicht alle Münzen? Ja, das heißt, ich muss jetzt echt nur den Level einmal durch den Level rennen. Zack. So. Dupdi-dupdi-du. Oh, come on. So. Ich meine, was zeige ich mir denn überhaupt mit... Hä? Okay. Ja, easy. Achso, jetzt bin ich wieder hier, wo ich gerade das Längen bemerkt habe. Gut. Jetzt ist halt wieder komplett smooth. Ha. Mysteriös. So, So, ja gut, okay. Sehe schon. Und dann wäre hier irgendwo gleich das Ende einfach. Ah, ich verstehe. Scheiße. Die goldene Flagge habe ich, oder? Ja. Das ist jetzt in dem Fall hier egal. Oder muss ich es doppelt holen? Das will ich jetzt sehen. Muss ich beide Exits mit der goldenen Flagge schaffen oder reicht einer? Wenn beide, ist es Bullshit. Wenn einer ist, okay. Rutschpartie im Platztal.
Was sagt der Bildschirm? Der sagt, es ist vollkommen egal, es reicht, wenn ich eine Flagge komplett hole. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch den Bereich hier zu Ende. Und dann mache ich auch erstmal Schluss. Dann haben wir es wahrscheinlich auch 18 Uhr, dann passt das. Schnaufpause, Platz der Schütze. Mhm. Rosa ist der böse König der Koopas. Ja, und wer ist der gute König der Koopas? Oh Gott, scheiße. Muss ich einfach nur ausweichen oder was ist jetzt die Sache? Ne, ich soll den platt. Ich soll ihn schon platt machen, oder? Ja, ich soll einfach nur den platt machen. Okay. Gut. Ich wollte gerade sagen. Jetzt gerade verwirrt für den Moment. Aber gut. So. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Mhm. Doop, di doop, di doop, di doop. Das sieht strange aus. Das hat irgendwie was von einem Wickler. Ein Wickler mit Bowser-Panzer und Boxhandschuhen. Natürlich schneidest du Blume. Wir sind im Schneeland. Oh, Elefanten-Action mal wieder. Ich würde mich echt gerne so zusammenrollen und dann einfach, ja, keine Ahnung, einen auf Sonic machen. Oh. Muss ich das gerade in irgendeiner Art und Weise? Alles geskippt quasi. Zack. So. Ja, gut, so. Was hast du? Ist das kalt heute? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Blumen. So kalt. Ich weiß nicht, was ich von den Blumen halten soll. Die sind auf eine Weise. Sie sind Panne, sie sind cringe, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Wessen Idee war das? Ich meine, die Pilze sprechen ja auch nicht. Außer man zielt taut zu den Pilzen, aber. Warte, was? Wieso ist da das Ziel schon? Wir sind über die 2 Meter gelaufen nur. What? Achso. Das ist der. Ich wollte gerade sagen. Das hätte mich jetzt echt verwirrt, wenn das jetzt schon das richtige Ziel gewesen wäre. Hier ist was. Das war nur die Halbzeitflagge. Uff. Du Mistvieh! So. Kann ich dich irgendwie umbringen? Ja, kann ich. War das die letzte Münze? Nee, oder? Kann ich das Ding selber kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Aus den Wolken. Also aus den Wolken kommt das Wasser. Ach, den Schnee meint er. Ja, ja. Du bist jetzt gerade gestorben. Voll dramatisch und so. Also. Ich will das Ding aufsammeln. Wirklich? Egal, ich habe die Münze. Ja, aber nicht lange. Ihr seid für den Moment gerettet.
Oh, die gab es jetzt auch nur, weil ich die Dingens hab oder was? Wenn ich den gebrauchen könnte für irgendwas, weiß ich nicht. Egal. So, Wundersamen. Zack. Das heißt, ich habe ich jetzt alles? Eigentlich ja. Okay. Und das habe ich auch. Ja gut, der Level war wirklich einfach. Die Level wirken aber teilweise ein bisschen rätsellastiger, in Anführungsstrichen. Ja, was ist das Rätsel? Pseudo-Rätsel. Die haben so einen kleinen Touch Yoshi irgendwie. So, das Ding hatte ich auch. Abzeichner ist Klemmsprung. Das war der Wandsprung, der nur vor. Ja, okay. Ja, ja, springen gegen die Wand. Zack. Wenn die Level halt genau darauf ausgelegt sind, dass man diese Sprünge nutzen muss, so wie hier, dann okay. Da finde ich die Fähigkeit nicht schlecht. Aber im normalen Levelgebrauch wüsste ich jetzt nicht, wo die in irgendeiner Art und Weise jetzt sinnvoll sein sollte. Aber gut. Die anderen sind alle deutlich sinnvoller. Ja, das meine ich zum Beispiel. Jetzt, dieser Level, der ist super. Mit der Idee. Von dem Sprung. Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, dass es eigentlich Bullshit ist. Obwohl es gerade ein bisschen nervig ist, aber. Trotzdem, es ist in gewisser Weise knifflig. Verdammt. Ist doch dumm. Was mache ich da? So. Ich komme noch nicht so hoch. Was versuche ich jetzt gerade? Ist doch nicht schwer. Scheiße. Wow, wow. Okay, hab's. Ich habe immer an dich geglaubt. Ja, hast du natürlich. Wie auch anders. Wie soll's auch sonst sein? Level beendet. Und die Münzen habe ich auch. Geiles Foto, man sieht nur ein paar Blöcke und einen Taut. So, dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nein, danke. Versuch drüber, Rätsel der Verstecke. Mhm. Los geht's. Es gibt besondere Blöcke, die nur Taut sehen kann. Ach, darum geht's. Das ist der Sinn von diesen Blöcken. Finde alle versteckten Wundermarken, wenn du sie allein nicht findest, such zusammen mit Freunden. Aber no. Ja, ja, hallo, du mich auch. Also, die hat jetzt Peach gesehen oder was? Ruckelt schon wieder, oder? Es ruckelt schon wieder. Ist jetzt ungefähr 10 Minuten hier oder 15. Kommen hier nur Pilze raus? Ja. Achso, da hinten bin ich irgendwo. Okay. Ja. So. Ja. Bringt mir super was, wenn ich da nicht rankomme.
Also. Ach Gott. Das ist ja mies. Die Blöcke sind so versteckt. Ach, darum der Hinweis mit, dann musst du mit Freunden suchen. Weil man dann mehr Charaktere hat und man die Blöcke eher sieht. Oh, ist das dumm. Ja, das da habe ich gesehen, wie komme ich da ran? Hier ist kein Block. Aus dem Hintergrund heraus irgendwie. Ja, ich sehe die Marke da, aber wie soll ich da rankommen, hä? Ach so. Auf dem Boden. Deswegen ist da oben auch der... Ah, deswegen ist der Block da oben. Okay, gut. Okay. Ah, okay. War jetzt nicht schwer, es war jetzt teilweise verwirrend. Finde ich irgendwie nervig jetzt schon, dass es solche Level gibt, wo die unsichtbaren Blöcke halt sind. Und man halt mit jedem Charakter theoretisch rein müsste, um zu gucken, wo die Blöcke sind. Beziehungsweise, dass man auf den Multiplayer angewiesen ist. Finde ich jetzt nicht allzu interessant. Die Idee. Also die Idee an sich ist interessant, ja, aber sie ist nervig. So. Erste Haltestelle. Weg mit dir. Das ist ein Minischloss? Angriff der Spießeriche. Fähigkeit 2. Okay, den Level noch und dann mache ich erstmal Schluss wieder. Ballonsmünzen, ja, was soll ich damit? Bringen die wirklich viel. Ja, das sind solche Gegner. Okay. Gab's die schon mal irgendwo? Glaube ja. Haben die's auf mich abgesehen? Ich merke auch gerade, es hat einen Nachteil, als Elefant rumzurennen. Man hat eine größere Hitbox, kann sein. Ich glaube. Sie machen es dir nicht leicht. Sie machen es dir nicht leicht. Okay, es ruckelt. Moment. The Guard Properties. Auto-Detect enabled. So. Ruckelt jetzt? Die machen es dir nicht leicht. Ah. Nicht so wirklich. Au. Ich glaube, jetzt merke ich wirklich, wie es doch verzögert ist. Ich meine, es passiert mehr oder weniger gleich. Ja gut, es ist minimal verzögert. Also, ist okay. Ich könnte jetzt auch theoretisch spielen mit der Vorschau. Wobei, nee, könnte ich nicht. Oh, damn. Ja, es ist doch leicht verzögert, aber es ist prinzipiell ist es okay. Das Bild muss ja nicht hundertprozentig gleichzeitig da sein, wie wenn ich rede. Ich meine, prinzipiell wäre es halt gut, wenn es zeitnah ist, aber das wird so oder so nicht passieren mit einer Capture Card. Ah, dementsprechend ist dieser Mini-Delay jetzt von, ich sag mal, 100 Millisekunden, würde ich behaupten. Der ist okay. Was hilft mir? So, hier waren Münzen, oder?
Ich weiß nicht, ob ich es auf enabled lassen möchte. Muss erstmal gucken, ob es jetzt wieder anfängt zurück mit enabled oder nicht. Je nachdem kann ich es abschätzen. Aber da ich jetzt noch den Level hier spiele, werde ich es heute nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Verdammt! Das gefällt mir jetzt nicht. Ich nehme erstmal den hier. Kann ich irgendwie da hoch? Zack. Ja, geil. Oh, scheiße. Ich mach schnell. Einfach nur, weil ich kann. Bloß doch, hier oben ist irgendwas. Er ist ein Block. Das sieht aus wie ein Lego-Teil irgendwie. Gut, das könnte Spaß machen, dieser Abschnitt. Was mag ich eigentlich? Großartig. Dieser Fade-Out. Zack. Klasse. Das bringt mir jetzt aber nicht die Lösung meines Problems, wie ich da oben rankomme. Da oben ist nämlich noch ein Block. Warte. Ist hier irgendwo ein Block, den ich hitten könnte, den ich nicht sehe? Nö. Wie komme ich da oben ran? Muss ja noch irgendeine Fähigkeit geben, mit der man höher springen kann. Klingt mir jetzt irgendwie nichts. Kann ich dich mit dahin nehmen, um dann da theoretisch hochzuspringen? Scheiße. Das wollte ich nicht. Wow, ich lebe noch. Okay. Eigentlich wollte ich das Ganze so lösen, dass ich dann den dagegen werfe. Und dass er dann da oben gegenprallt. Zu mir zurückkommt und ich dann nach oben weiterkomme. Aber. Könntest du. Ne, kannst du nicht. Okay, dann so. Boing, 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 boing. Na komm. Warte mal, ruckelt das gerade wieder? Obwohl ich jetzt das Ding enabled habe. Muss ich mal kurz lang rennen. Klasse! Nee. Klasse! Sieht nichts, als ob es ruckelt. Weil doch, das setzt so ein bisschen hinterher. Und? Ja, doch, es ruckelt, definitiv. Das hat Enable auch nichts gebracht. Zumindest nicht komplett. Hm. Verdammt. Wow. Ja, wow, das war riskant. Was ist da oben? Kann ich den... Moment. Guck mal hier runter. Bringt mir nichts. Achso, das wäre nur zur Sicherheit, glaube ich, oder? Und der kommt ja nicht weiter rüber. Die ist ja bestimmt dann für die Wunderblume oben. Okay, ja. Das funktioniert auch nicht mit Enabled Buffering. Mach ich mal Disabled. Also Enabled lässt es hinterher ziehen und ich glaube Disabled lässt das Ding ausfallen.
Hm. Jo. Achso, ich hätte den oben zuerst einfach, dann hätte er alle genommen. Okay. Aha. Und jetzt? Oh, okay, das ist geil. Die Idee ist geil. Das Ganze ist jetzt quasi ein... Es ist indirekt ein 3D-Spiel geworden. Das ist cool. Das ist indirekt ein 3D-Game jetzt. Kann ich springen? Okay. Das ist trotzdem sau cool. Okay. Das sind mehr als vorher. Komm ich da hin? Ne, ich kann nicht runterlaufen, okay. Gut. Okay. Aha, okay, so. So komme ich ran. Bringt mir das irgendwas? Das ist eine Röhre. Okay. Nice. Ah, die letzte Münze. Nice. Okay. Wow, das war riskant. Das war knapp. Warte mal, ist hier ein Secret-Weg? Eine Münze. Okay. Bis dann. Naja, bis dann. Wunderbar. Ach ja. Aber nach knapp 5 Stunden Spielen jetzt mit gestern, boah, das Spiel ist ganz nett. Es spielt sich jetzt nicht wirklich hart anders wie in New Super Mario Bros., aber okay. Es ist, was es ist. Ja. Es ist nett. So. Die Hälfte geschafft. Das war schon die halbe Welt 2, wirklich? Egal wie viel Schnee, wir haben immer geöffnet. Nichts ist uns wichtiger, als dass alle unsere Kunden aufblühen. Okay, was hast du so? Ja, den Samen hat. Wow. Den und das. Okay. Kommen gerne jederzeit wieder. Ja, ja. Also jetzt bin ich quasi auf den Wolken. Der sieht eher nach Secret schon aus, da in die Richtung. Aber gut. Dann speichere ich einmal hier. Manuell, sicherheitshalber. Und dann, ja, den würde ich eigentlich jetzt erstmal Ciao sagen und beenden. So, ja, 18 Uhr, kommt gut hin. Dann, ja, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Gute Frage. Ich habe noch ungefähr eine Stunde Ruhe. Ich könnte eventuell mich schon mal an Sonic ransetzen gleich. Oder ich könnte OBS neu installieren. Ohne die Stream Elements Sachen. Das wäre eine Idee. Theoretisch. Könnte ich echt mal machen, glaube ich. Nicht, dass es was bringen sollte, aber... Ja, wer weiß. Vielleicht bringt es ja minimal was. Gut, dann... Ja, würde ich sagen, falls irgendwer anwesend ist, ist keiner was geschrieben. Also, weder Justin noch sonst irgendwer.
Wobei, du hast die in Signal irgendwas geschrieben? Jetzt auch nicht. Gut. Ich meine, ich erwarte jetzt auch nicht, dass jeder immer anwesend ist, aber. Meistens hocken die ja eh nur im Hintergrund und hören einfach nur nebenbei zu. Von daher, passt schon. Gut, Flo ist, glaube ich, selber noch im Stream, gehe ich mal von aus. Ja, das heißt, ich kann ihn wieder nicht raiden lassen. Es ist so schrecklich. Kann nicht von Flo geradet werden mit den 8 Leuten, die er gerade hat. Die alle irgendwie nur, glaube ich, Dark Souls gerade sehen bei ihm. Oder sehen wollen allgemein. Whatever. Was macht er gerade? Auf Personal Best Jagd. No hit all bosses. Personal Best 20. Dark Souls 2 ist Goal of the First Sin. Und der hat letztens zu mir noch gesagt, der ist gar nicht mehr hinter irgendwelchen Challenge Runs hinterher. Was sehe ich? Er spielt schon wieder Dark Souls 2 mit einem Challenge Run. Es ist zwar saumäßig gerade verpixelt durch 940p. Aber ich erkenne trotzdem nicht so wirklich, wo er da ist. Oder? Wo zum Teufel ist er da? Ich habe das Spiel vor 5 Jahren oder so das erste Mal und das erste und letzte Mal gespielt. Aber trotzdem. Ich erkenne es trotzdem nicht, wo er ist. Er ist in irgendeiner Höhle. Kenne mich in Dark Souls zwar eh nicht allzu sehr aus. Ist das die Höhle mit diesem komischen Schattenpriester-Boss? Warte, da ist eine Boss-Tür. Erkenne ich den Boss in 49p? Ah, warte mal. Das ist ein DLC, glaube ich, oder? Ich glaube, ich erinnere mich an die Stelle. Ich glaube, ich bin da einfach nur durchgerannt, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Gegner. Ist es Crown, Crow, nee, doch Crown of the Ivory King? Nee, nicht Ivory King. Ach, hier. Wie hießen die DLCs? Ivory war, glaube ich, Ivory war, glaube ich, Schnee, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die DLCs hießen. Ich weiß nur, dass es einmal ein Untergrund-Aztekenhöhle war, irgendwie. Das andere war die Festung nochmal, irgendwie. Also die Eisenfestung nochmal, irgendwie eine andere Variante. Und es gab dann dieses Schneeschloss mit seinem Bullshit-Area hoch 10. Und irgendwas erkenne mit 144p. Ne, 160p sind's, nicht 140. Ach, Tatsache, es ist der DLC. Es ist der Blue Smelter Demon, oder? War das in dem DLC, wo das Blue Smelter Demon war? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's halt nur einmal gespielt. Das hat mir gereicht. Schmelzer Dämon. Und der ist blau. Also ja. Wenn man einfach Dark Souls 1 und 2 nehmen könnte und da das Dark Souls 3 Gameplay reinhaut, also das Movement, dann würde ich die Spiele wahrscheinlich sogar öfter spielen, weil hätte ich Bock drauf, aber so absolut nicht. Gut, also Flo ist eh beschäftigt und passt es ja eh. Dann, ja, wie gesagt, ciao für Stream, ciao für Aufnahme. Die Aufnahme kann ich jetzt direkt beenden.